Small Victories hat meine Webseite zum 57. Mal fertiggestellt. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Ich habe nämlich ziemlich technische Probleme gehabt. Es liegt wahrscheinlich daran, dass ich, um das Video zu machen, meinen bestehenden Small Victories Account gelöscht habe. Und das ist nicht so gut rausgekommen. Ich hoffe, es geht jetzt. Ich musste eine neue Webseite machen, die Duck Octopus heisst. Und darum habe ich da auch eine blöde Adresse. Aber ich glaube, zum Demonstrieren lange. Das ist das Small Victories Backend. Und man kann hier ein paar Sachen einstellen, wie zum Beispiel, man könnte jetzt den Titel ändern, aber ich lange das jetzt, glaube ich, nicht mehr an. Und ich habe da einen kleinen Knopf, den ich drücken kann, um meine neue Small Victories Webseite aufzumachen. Das sieht so aus. Es ist ziemlich schmucklos am Anfang, aber das können wir dann schon noch ändern. Es hat hier in dem Backend ein paar andere Sachen, die man einstellen kann. Zum Beispiel kann man hier ein anderes Template auswählen. Und es hat hier unten zwei Knöpfe, einen zum Löschen und einen zum Erzwingen, dass die Seite sich neu aufbaut. Zum Beispiel, wenn du irgendetwas geändert hast und du siehst keine Veränderung, dann kannst du probieren, den Knopf zu drücken. Vielleicht geht es nachher. Ich mache jetzt das zu. Und da gibt es so eine Übersicht mit all meinen Small Victories Webseiten. Es hat jetzt natürlich noch eine und ich könnte jetzt da noch zusätzliche machen. Ich mache jetzt das ganz zu und bleibe bei dieser Seite. In der Zwischenzeit hat Small Victories in meiner Dropbox einen Ordner gemacht, der heisst Small Victories. Und ich habe es ja angetönt, da ein bisschen Problem gehabt. Eigentlich müsste der Small Victories Ordner direkt in der Dropbox sein. Und ich habe dort dann auch einen, der leer ist. Und das ist wahrscheinlich der, der ursprünglich verknüpft war. Und jetzt hat Dropbox einen Ordner gemacht, der im Apps-Ordner ist, wo Applikationen, die mit Dropbox verbunden sind, brauchen. Ich bin nicht sicher, ob das bei dir gleich wird sein. Aber was gleich wird sein, ist, dass in diesem Small Victories Ordner deine Webseite, deine Small Victories Webseite liegen. Und dort drinnen sind Dateien, die du kannst bearbeiten kannst, um deine Webseite zu aktualisieren. Ich habe jetzt hier im Hintergrund noch Visual Studio Code offen und ich ziehe jetzt den ganzen Ordner mit dieser neuen Webseite dort drin. Und sehe dort die Liste der Dateien, die dort drin sind. Es sind nicht alle wichtig. Es hat zum Beispiel eine, die heisst Open Site Weblog. Und ich glaube, das ist einfach ein Link, wo, wenn man die Datei doppelklickt, zu der richtigen Adresse führt. Das tut der Browser aufmachen. Was wichtig ist, ist die Datei, das ist Stylesheet für deine Webseite. Es wäre sogar möglich, JavaScript einzubauen. Ich nehme an, das werden wir nicht machen. Es hat eine Textdatei und dort drinnen gibt es viele Sachen, die man ändern kann, die auch im Small Victories Backend kannst verändern kannst. Der Seitentitel, welches Template das eingesetzt wird, die Subdomäne, das ist der Teil in der Adresse von deiner Webseite hier. Und jetzt sehen wir unnötigerweise gerade den ganzen Browserverlauf. Ich fange jetzt das Video nicht noch einmal an. Und da könnte man wahrscheinlich einstellen, ob die Webseite verborgen ist oder nicht. Aber das ist auch etwas, was man nicht braucht. Hingegen der Text hier, das heisst, this is your site description, bla bla bla, das ist das, was auf der Webseite hier, auf der linken Seite unter dem Titel angezeigt wird. Also das wäre zum Beispiel etwas, was man gut kann ändern kann, wo ich könnte sagen, hallo hier, meine neue Seite. Und in dem Moment, wo ich das abspeichere, tut das mit meiner Dropbox synchronisieren und Small Victories sollte ich das registrieren. Und wenn ich die Seite neu lade, sollte ich da einen neuen Text sehen. Das mache ich jetzt aber nicht sofort.
Was es in dem Ordner sonst noch hat, ist eine PNG-Datei, die heisst Favicon. Das ist die hier. Und das korrespondiert mit dem Bild hier oben. Also das ist auch etwas, was du recht einfach machen kannst. Du kannst anstatt dieser Datei etwas anderes mit dem Namen abspeichern. Es muss ein relativ kleines Bild sein, vielleicht etwa 30x30 Pixel. Du kannst das auch zum Beispiel in Figma reinziehen und schauen, wie gross es ist und mit etwas gleich grossem ersetzen. Die Datei muss einfach Favicon heißen, aber nachher gibt es da oben ein anderes Bild. Und dann hat es ein grösseres grünes Bild, das ist das, was da unten eingesetzt ist. Und dann schließlich, das hast du wahrscheinlich schon gesehen, hat es hier Markdown-Dateien, Index-Markdown und How-It-Works-Markdown. Und die korrespondieren mit dem Text hier in der grossen Textspalte. Das ist index.md. Und dann gibt es hier einen Link in der Navigation. Und der Text, der ein bisschen erklärt, wie das die Smallvictories-Webseiten aufgebaut sind, also kannst du das ruhig mal durchlesen. Der Text korrespondiert mit dem Inhalt in dieser Datei. Ich mache jetzt mal die Index-Markdown-Datei auf und klicke hier auf den Titel, um wieder zurück auf die Hauptseite zu kommen. Und ich versuche jetzt, den Inhalt hier zu ändern und zu schauen, ob sich die Webseite auch updatet. Ich schreibe jetzt einfach mal einen Absatz rein. Vielleicht noch eine Liste. Und speichere das ab. Ich sehe in der Menüleiste bei meinem Betriebssystem, dass Dropbox sich updaten und hoffentlich hat das SmallVictories jetzt registriert und ich versuche jetzt einfach mal die Seite neu zu laden. Und das ist jetzt das erste Mal innerhalb von einer Stunde, dass kein technisches Problem auftritt. Das ist super. Es hat hier neue Texte drin und es hat auch den Text, wo nicht in einer Markdown-Datei, sondern in der Settings.txt-Datei drin steht. Auch das ist jetzt der neue Text. Und du kannst jetzt hier beliebig zusätzliche Dokumente anfügen. Also da hat es ja einen Link, der heißt How It Works. Und mit der Datei hier korrespondiert, wenn ich eine zusätzliche Markdown-Datei mache, dort etwas hineinschreiben. Ich hoffe, das geht jetzt ähnlich schnell wie vorher. Ich habe schon gesehen an meinem Dropbox-Icon in der Menüleiste, dass es ein Update gegeben hat. Ich tue jetzt die Seite neu laden. Und jetzt habe ich hier in der Navigation einen zusätzlichen Link. Und wenn ich den anklicke, dann wird die Information in dem Markdown-Dokument als HTML gerendert. Und ich sehe jetzt, dass SmallVictories noch nicht ganz so weit ist, aber jetzt ist es da. Also das funktioniert auch.